Moin Leute! Und herzlich willkommen zur größten, wichtigsten und besten Zeitschriftenanalyse jemals! Herzlich willkommen zur Analyse vom Minecraft Magazin. Endlich sitzen wir hier und wir haben es in der Hand. Danke an den Typen, der mir das auf der Gamescom mitgebracht hat. Jetzt brauche ich nicht mehr in allen Geschäften, in denen ich bin, danach zu suchen. Wisst ihr, wie uncool man ist, wenn man in jedem Geschäft, wo man drin ist, nach einer Minecraft-Zeitung guckt? Und ich weiß, alle haben drauf gewartet und deshalb sitzen wir hier, um das zu tun. Minecraft, das offizielle Magazin. Für 5,99 Euro. Wow! Ich glaube, das ist das teuerste Magazin, was wir bisher hatten. Respekt dafür. 6 Euro habe ich geschenkt bekommen. Besser als 6 Euro, viel besser. Das Titelbild groß mit einem Creeper und dem Titel Achtung, fiese Kreaturen. Man weiß, hier geht's um fiese Kreaturen. Nein, doch. Ich bin ein bisschen irritiert, denn oben rechts in der Ecke steht Nummer 0618. Da hat mir doch nicht jemand ein altes Minecraft-Magazin mitgebracht, oder? Ist das etwa die neueste Version? Also ich glaube nicht, dass das Magazin eineinhalb jährlich rauskommt. Wäre auf jeden Fall ein bisschen lame als Magazin, aber nun gut. Schauen wir mal rein, was es alles so Wunderschönes darin gibt. Oh, hier kann man was basteln. Geil. Bauanleitung, volle Power. Die Top 10 der Mobs. Seite 4. Ich bin gespannt. Die Top 10 der Mobs. Ja, wer hätte das erwartet? Von gruseligen Knabberviechern bis zu Mobs, die im Dunkeln explodieren. Hier sind die Top 10 der Biester, die euch gerne mal den Tag verderben. Weiß nicht, ist das eine offizielle Liste? Wie wurde die angeordnet? Wie wurde die eigentlich erhoben? Beruht diese Liste auf wissenschaftlichen Fakten? Wurden Statistiken erhoben? Wurden Meinungen eingeholt? Oder hat da jemand in der Redaktion einfach irgendwas zusammengewürfelt? Platz 10. Ein Zombieschwein. Ja. Ein vom Blitz getroffenes Schwein? Das kann nichts Gutes bedeuten. Naja, also geht eigentlich. Wenn so ein Schwein jetzt vom Blitz getroffen werden würde. Ja, ein Gast, eine Höhlenspinne, ein Hühnerreiter. Das Phantom. What the fuck, was ist das? Lol, was? Die Leute durften etwas vorschlagen, was dann ins Spiel kommt? Ich würde gerne auch was vorschlagen. Ich hätte gern Ritter. Wäre eigentlich gar nicht so scheiße, oder? Höhlenspinnen. Und dann droppen sie noch nicht mal besonders viel Interessantes. Echt krass. Naja, also so krass klingt das jetzt eigentlich nicht. Platz 1, der Creeper. Na klar. Also ich glaube, wenn der Creeper nicht auf Platz 1 gewesen wäre, 50% der Leute hätten hier in den Kommentaren erstmal Sturm gelaufen. Jo, was? Der Creeper macht geladen 48,5 Schaden. Okay. Man kann also sagen, schon dem Creeper gehört unser Herz. Oder 48,5 Stück davon. Ein Comic, Juwelen aus dem Dschungel. Hier lagen Leute vor mir. Kann man noch dusseliger aussehen. Der Comic sieht auch ein bisschen aus, als wäre er von Palutens neuem Buch inspiriert. Wobei die Zeitschrift ja so alt ist, dass das Buch wahrscheinlich später rauskam. Eine Kakaobohnenfarm. Krass. Ich glaube, ihr wisst nicht ganz, in welchen Kontexten das Wort krass benutzt werden sollte. Wenn jemand einen doppelten Salto durch einen brennenden Reifen macht. Krass. Wenn jemand 3 Flaschen Jägermeister auf Ex trinkt. Durchaus dumm, aber krass. Kakaobohnenfarm in Minecraft. Genau. Inspiriert von Sparks Entwurf für eine automatische Farm. Was? Von Spark of Phoenix? Frage. Haben die Leute in Minecraft YouTube? Müssen sich die Leute in Minecraft Tutorials für Minecraft angucken? Ich glaube, wenn ich Minecraft-Entwickler wäre, würde ich einfach gucken, was es für beliebte Mods gibt, das ein bisschen abändern und dann einfach ins Spiel packen. Ich würde auch einfach gucken, was es auf YouTube gibt. Okay, dann fliegt ein Vogel in die Maschine, dann springt er hinterher, klar. So wie man das immer macht, wenn Tiere in Maschinen laufen. Oh nein, Creeper, oh ja. Und dann findet er in dieser Maschine ein Ozelotl. Moment. Hä? Bin ein bisschen verwirrt? Und ohne unser Komma-Vögelchen hier wäre ich niemals dieser netten Mieze begegnet. Aber, also der Typ mit der Brille ist der doch begegnet. Müsste das nicht eigentlich der andere Typ sagen? Ist das nicht auch perspektivisch falsch? Ich guck gerade, bin ich gerade dumm und raff das nicht oder habe ich recht? Also sie sitzt ja hier ganz links. Dann müsste sie ja eigentlich von der anderen Seite ganz rechts sitzen. Von vorne sitzt sie aber auch wieder ganz links. Also es wäre jetzt ein bisschen unangenehm, wenn ich mich hier jetzt vertun würde. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ich recht habe. Also schreibt auf jeden Fall, dass ich recht habe. Oder? Also eigentlich müsste es doch seitenverkehrt sein. Vielleicht sollten wir uns einfach nicht mehr diesem Comic widmen. Sonst entdecken wir noch weitere wunderschöne Zitate, wie zum Beispiel: Bestimmt fliegt die ganze Farm in die Luft, ohne dass wir einen Cookie hatten. Oh nein, sterben. Ah, aber ohne Keks, scheiße. Das ist das Tragische am Sterben. Ja, machen wir einfach mal weiter. Tempel des Todes. Ach, das ist Sparks. Ah, okay. Offensichtlich doch nicht Spark of Phoenix. Was aber nicht die Frage klärt, ob die jetzt da Internet haben.
und YouTube. Es geht um einen Dschungeltempel. Auf den nächsten Seiten zeige ich euch, wie ihr euer eigenes gespenstische Dschungeltempel bauen könnt, bevor eure Freunde das Gruseln kriegen. Bei einem Minecraft-Gebäude. So spooky. Gebt ein Like, wenn ihr euch auch immer auf eurem eigenen Minecraft-Server gegruselt habt, weil die Gebäude so gruselig waren. Ah, jedes Mal passiert. So, hier eine Anleitung, wie die ganzen Tempel aufgebaut sind. Relativ professionell tatsächlich. Alles zum Thema Maps, ja. Ich meine, könnte man auch nachlesen im Wiki, aber es sieht auf jeden Fall schöner aus. Dein Minecraft! Für die besten Urwaldbauten sind wir hier. Ach, das ist von Leuten, die das eingeschickt haben. Ja, hier ist ein Strand. Könnt ihr das drucken? Ja, klar, machen wir. Cool. Originalzitat in der Redaktion dieser Zeitschrift. Möchtet ihr eure brillanten Baumgraskan oder super coolen Skins zeigen? Dann schickt Bilder davon. So kannst du unser Masterwerk. Vielleicht sollte ich auch mal einfach Sachen einschicken. Ich meine, wir haben ja mal im Stream ein Projekt angefangen mit Minecraft, wo es ein geiles Haus gibt. Vielleicht sollte ich davon einfach einen Screenshot dahin schicken. Dann denken die, ich bin 5 oder grenzdebil. Ein Poster! Wenn ein Poster aufgehangen wird in diesem Aufnahmezimmer, dann dieses hier. Oh nein! Oh nein! Oh, es ist raus. Ja, wir tun es mal zur Seite. Nee, gar nicht. Wir brauchen das ja noch. Oh, es geht um Redstone. Aber es sieht... Also, ich muss jetzt mal eingestehen, das Magazin sieht von der Aufmachung her echt schön aus. Gut gegliedert, schön übersichtlich, schöne Bilder. Ja, Redstone. Werde ich das jemals verstehen? Ich weiß es nicht. Oh, so gerne würde ich auch mal einen Taschenrechner in Minecraft bauen, aber dazu bin ich wahrscheinlich einfach zu dämlich. Außer, wenn ich jetzt dieses tolle Tutorial lese. Die Basics, okay. Studieren und probieren, okay. Nee, ich kann es immer noch nicht. Monty's Mailbox! Okay, Leute konnten Fanbriefe schicken von Philipp aus Kroatien. Fuck, werden die übersetzt und dann einfach in das Magazin gepackt, je nachdem welches Land das ist? Ich habe für 10 Herzen gesorgt, bei einem normalen K.O. gehen 3 verloren. Ein Spezialangriff mit Essen und Trinken kostet 5,5 Herzen. Ein Halbleben. Hier ist der Bauplan dazu. Philipp, ich glaube, du hast viel zu viel Minecraft gespielt, weil du bist vollkommen Banane geworden. Ich habe nicht ein Wort verstanden, was er uns mitteilen wollte. Monty offensichtlich auch nicht. Ich bin nicht ganz sicher, was in diesem Brief abgeht, aber es klingt unglaublich. Ja, vielleicht sollte deine Mutter einfach darauf achten, dass du nicht ganz so viel vorm Computer sitzt. Hallo Monty, ich heiße Pijus und lebe in Vilnius. Gesundheit. Ich mag alles, was mit Minecraft zu tun hat. Auch euer tolles Magazin. Hey Kid, möchtest du Minecraft Kokain kaufen? Oh ja. In meinem Keramikkurs, ich weiß nicht, wie ich das finden soll, dass er einen Keramikkurs gemacht hat, habe ich statt einer langweiligen Tasse einen Minecraft-Teleporter gebaut. Hier ist ein Bild davon. Eigentlich sieht es gar nicht so scheiße aus. Ich möchte jetzt mal wissen, wie alt der Typ ist. Wäre der jetzt 60? Wäre schon wieder ein bisschen unangenehm. Wenn er 8 ist, Respekt dafür. Also, sieht halt wirklich echt gut aus. Und alle anderen Scheißkinder in diesem Kurs hatten leider nur eine blöde Keramiktasse bekommen. Wir haben säckeweise Post zu unserem Gestalter, einen Mob-Wettbewerb. Ja, alle haben sich voll viel Mühe gegeben und offensichtlich ans Layout gehalten. Nur Alex ist wahrscheinlich der sich immer die Stifte zu tief in die Nase gesteckt hat. Sieht schon kacke aus. Ja, aber er hat sich bestimmt ganz viel Mühe gegeben. Miam, Kakao. Okay, offensichtlich kann man mit Kakao braunes Feuerwerk machen? Geil. Wer kennt's nicht, wenn bei offiziellen Feuerwerken der Feuerwerkstyp immer noch ein bisschen Kakao reintut vorher. Ich habe das Gefühl, Dschungel ist sehr prägend hier aktuell an der Stelle. Warum ist denn das nicht vorne drauf? Ich war echt von der Rolle, als ich das erste Mal einen Tempel betreten habe. Bis dahin war ich tagelang durch den Dschungel gestreift und in Schweiß gebadet. Hatte schon Angst, meine Waffe könnte deshalb rosten. Bruder, deine Waffe ist aus Diamant. Wie soll sowas rosten? Wie kann man so wenig chemische Kenntnisse besitzen? Diamant? Nicht Eisen, kann nicht rosten. Ja, schade, dass sie wieder rausgefunden hat aus diesem Wald. Okay, es wird erklärt, wie man Dschungeltempel finden kann. Lege Feuer. Nicht gerade umweltfreundlich, aber wirksam. Ja, Brasilien und der Amazonas-Regenwald freuen sich auch besonders bei diesem Tipp. Deshalb brennt's da, weil die Leute einfach nur nach Dschungeltempeln suchen. Ja, dann ist auch klar, warum sie das Feuer da nicht ausmachen. Also, ich habe das jetzt nicht ausgesprochen, aber manche munkeln wohl, dass das Minecraft-Magazin am Brand des Regenwaldes schuld ist. Das ist Anstiftung zur Brandstiftung. Oh. Ja, das Wortspiel war unbeabsichtigt, aber dafür gehöre ich eigentlich auch gesteinigt. Erklärung von einem Tempel. Fallen. Eine Übersicht über Spinnen. Top-Tipp. Spinnen sind ziemlich blöd. Okay. Super-Tipp. Toll. Habt ihr es so nötig, auf armen, virtuellen Tieren rumzuhacken? Es gibt bestimmt auch nette Spinnen unter denen. Auf der letzten Seite ist noch eine Challenge, beziehungsweise mehrere, die man dann machen kann. Ich will wissen, wie viele Leute das lesen und wirklich machen. Challenge 4, Tunnelbau. Gibt es was Besseres, als ein richtig tiefes Loch zu graben? Ich glaube, es ist eine Fangfrage, weil es gibt natürlich nichts Besseres, als ein richtig tiefes Loch zu graben. Weltfrieden? Richtig tiefes Loch graben. Gratis Eis sein Leben lang? Loch graben. Einmal ins Weltall fliegen dürfen?
Loch graben. Ja, nee, ich glaube, die haben da recht. Oh, es gibt auf der wirklich letzten Seite dann noch ein Quiz. Warnung, nur echte Minecraft-Profis werden hier mehr als die Hälfte wissen. Ja, ich schon mal nicht. Wie hoch kann ein Dschungelbaum maximal werden? Keine Ahnung. Welches Item ist das? Keine Ahnung. Welcher Block ist das? Das Holz. Ja, ich glaube, das mit dem Quiz lassen wir mal. Damit sind wir durch mit dem wunderschönen Minecraft-Magazin. Ich kann dazu sagen, es war mir eine sehr, sehr große Freude, das analysieren zu dürfen. Ich glaube, das ist von allen Zeitschriften, die wir bisher hatten, die beste tatsächlich. Schreibt mir bitte eure Meinung zu diesem Magazin und welche vielleicht noch als nächstes drankommen sollen unten in die Kommentare. Vielleicht gibt's das ja endlich am Kiosk. Ja, und dann gehe ich jetzt erstmal ganz viel Redstone bauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Und vergesst nicht, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.